Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Vlog Nummer 3, Thema Ohren, Ohrläppchen und More. Also es geht um Fragen unserer Zuschauer aus der letzten Zeit zum Thema Ohr, Ohrkorrektur, Ohrläppchenkorrektur und alles, was dazugehört. Bleibt dran, gleich geht's los. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ich bin Dr. Michael Krämer, Facharzt für Plastische Chirurgie in München. Herzlich willkommen zum Vlog Nummer 3, Ohr, Ohrläppchen and More. Ich werde innerhalb von 30 Sekunden, so wie bei den anderen Vlogs, zu den Themen Brustvergrößerung und Fettabsaugung Fragen, die wir in den letzten Wochen über Facebook, E-Mail, YouTube oder auch anderweitig gestellt bekommen haben, beantworten. Dies, wie gesagt, sehr kurz, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sinn ist es, dass man mit dem Thema vertraut wird, eventuell gewisse Problematiken sieht, mit denen man sich identifizieren kann. Ihr seid herzlich willkommen, uns weitere Fragen zu stellen unten in den Kommentaren. Ich würde mich auch über ein Abonnement freuen und wenn ihr zu den verschiedenen Themen schön diskutiert. Also, legen wir mal los. Ich habe hier die Stoppuhr schon an und dann fangen wir mit der ersten Frage hier an. Das wäre Gunda 26 aus Koblenz fragt, ich finde, dass bei mir nur ein Ohr absteht. Kann man auch nur ein Ohr anlegen? Ja, das kann man natürlich. Es gibt Patienten, die eine Asymmetrie haben. Gerne lege ich auch nur ein Ohr an, aber man muss natürlich beurteilen, ist das andere Ohr eventuell auch noch leicht abstehend? Was möchtest du ganz genau? Traust du dich nicht, beide Ohren operieren zu lassen, hast im Endeffekt aber zwei immer noch leicht abstehende Ohren. Also das sollte man ganz genau analysieren und betrachten. Prinzipiell kann man nur ein Ohr korrigieren, es kommt aber nicht so oft vor wie beide Ohren, die man dann in unterschiedlicher Ausmaß korrigiert und anlegt. Dann haben wir Cindy 26 aus Magdeburg fragt, unser dreijähriger Sohn hat wirklich extreme Segelohren. Ab wann kann man ihn operieren? Ja, typischerweise vor der Einschulung, das ist so die Regel. Sprich, bevor Kinder in die Situation kommen, dass sie von Mitschülern Gleichaltrigen gehänselt werden, was im Kindergarten noch nicht der Fall ist, in der Schule aber zunimmt. Und um da psychische Probleme, Komplexe oder wie auch immer Probleme zu verhindern, empfiehlt es sich unbedingt, die Ohren vor der Einschulung zu operieren. In diesem Alter haben die Ohren auch eine gewisse Größe und Festigkeit, sodass sie gut operiert werden können. Robert 30 aus Landshut fragt, ich habe extrem große, echt unschöne und fleischige Ohrläppchen. Kann man sowas auch korrigieren? Ja, das kommt öfters vor. Patienten mit einfach unermesslich großen, dicken, fleischigen Ohrläppchen. Diese kann man korrigieren, indem man meistens einen Keil rausnimmt und die Narbe so legt, dass sie hier vorne fast unsichtbar liegt. Bei manchen Patienten muss zusätzlich noch Fettgewebe entfernt werden. Da gibt es alle möglichen Spielarten. Sowas geht wunderbar in örtlicher Betäubung. Die Fäden werden nach ungefähr einer Woche bis 10 Tagen entfernt und dann sind die Ohrläppchen kleiner. Amira 23 aus Herne fragt, meine Ohren sind mir einfach zu groß. Kann man sie einfach kleiner machen? Die Frage haben wir öfters. Es ist aber völlig unmöglich, ein Ohr in seiner praktisch vertikalen Dimension kleiner zu machen. Dazu müssten ja vollschichtige Keile und Stücke aus Haut, Knorpel und Wiederhaut rausgenommen werden und es würden furchtbare Narben überall entstehen, die wirklich nicht im Verhältnis stehen zu der dann erreichbaren Verkleinerung. Also ich rate davon ab, habe sowas auch noch nie gemacht, weil es praktisch nie notwendig war, sodass die Frage beantwortet werden muss mit einem klaren Nein. Dann haben wir hier Susanne 52 aus München fragt, ich habe ausgerissene Ohrläppchen durch wahrscheinlich jahrelanges Tragen von zu schweren Ohrringen. Ich klebe das immer von hinten mit einem Pflaster zu. Kann man das reparieren? Ja, das wäre eine typische Ohrläppchenkorrektur bei ausgerissenen Ohrläppchen. Das geht sehr gut in örtliche Betäubung. Es werden praktisch diese Löcher
durch einen Keil ausgeschnitten, sodass im Endeffekt eine frische Wundränder an beiden Seiten bestehen und diese aneinander genähert werden und somit am Ende ein kleiner, dünner, weißer Strich auf beiden Seiten entsteht. Es gibt natürlich ein paar OP-Details, die ich hier nicht anführen kann, aber es ist eine ganz häufige Operation in örtlicher Betäubung. Dieter 40 aus Bockhorst fragt: Unsere Tochter ist 8 Jahre und die Ohren müssen jetzt endlich angelegt werden, weil sie gehänselt wird. Das ist, was wir eben schon gehabt haben, also da geht's los. Wir wollten aber auf keinen Fall eine Vollnarkose. Geht das auch in örtlicher Betäubung? Da sage ich ganz klar nein. Es ist aus meiner Erfahrung unmöglich, einem 8-jährigen Kind das so ruhig zu stellen oder so mit ihm zu sprechen, dass es während der Operation stillhält. Es ist nicht auszudenken, was das für ein Chaos werden kann. Also ich rate davon ab, würde es selber ablehnen und empfehle einfach eine kurze Vollnarkose. In einem erfahrenen Narkoseteam sollte das bei einem 8-jährigen Kind überhaupt kein Problem sein. Du brauchst wirklich keine Angst haben. Das ist eine Routineoperation. Bei einem gesunden Kind ist die Narkose wirklich sehr, sehr ungefährlich. Francesca 29 aus Heidenheim fragt: Ich hatte mir mit 18 dummerweise einen sogenannten Flesh-Tunnel, also riesige Ringe, in die Ohrläppchen machen lassen. Noch heute habe ich hässliche, längs verlaufende Löcher. Kann man da noch etwas machen? Ja, Francesca, das Problem haben viele. Und zwar wird die gleiche OP im Grunde durchgeführt wie bei den ausgerissenen Ohrläppchen. Die Frage, die ich vorhin für Susanne beantwortet hatte. Es wird auch hier wieder im Grunde genommen der Wundrand angefrischt, indem Haut weggeschnitten wird. Das Ohrläppchen meist wird auch vertikal verkleinert, weil es ausgeleiert ist oder gedehnt ist und dann ist in mehreren Schichten zugenäht. Das geht sehr gut in örtlicher Betäubung. Es bleibt ein kleiner, dünner, weißer Strich als Narbe. Nadja 32 aus Göttingen fragt: Mein linkes Ohr sitzt einfach deutlich höher als mein rechtes. Fast 1 Zentimeter. Kann man es nach unten operieren? Das geht leider nicht, denn bei dir sind, wie bei vielen anderen Patienten, die praktisch die Ohreingänge im Schädel in verschiedener Höhe angelegt. Das kann angeboren sein oder durch Lagerung als Kind. Und man kann selbstverständlich nicht das äußere Ohr einfach höher setzen. Es muss ja die Verbindung zum Ohrkanal da sein. Also hier leider die Antwort geht nicht. Damit musst du dich leider abfinden. Es ist einfach so, ne? Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Dann haben wir Nick 24 aus Frankfurt fragt: Nach einer Ohrkorrektur als Kind habe ich heute immer noch unschöne und sichtbare Kanten und Ecken vorne. Kann man sowas glätten? Ja, das ist möglich, geht in örtliche Betäubung. Bei Erwachsenen, wie gesagt, ja kein Problem. Normalerweise werden ja Ohranlegekorrekturen von hinten operiert, durch unsichtbare Schnitte von vorne. Von hinten meine ich. Und in dem Falle muss man vorne Schnitte machen. Meistens werden die hier reingelegt. Dann kann man die Haut aufklappen und kann mit einer kleinen Fräse und Feile diese Kanten und so weiter glätten und die Haut wieder zurücklegen. Ja, die Narbe ist fast unsichtbar. Letzte Frage für heute haben wir Asra 25 aus Duisburg fragt: Ich habe von Haus aus angewachsene Ohrläppchen. Das gefällt mir aber nicht. Kann man mir so freihängende Ohrläppchen machen? Ja, wenn man sich umschaut, haben manche Patienten oder manche Menschen generell entweder angewachsene Ohrläppchen oder freihängende und man kann das eine ins andere und umgekehrt operieren. Das geht wieder bei Erwachsenen sehr gut in örtlicher Betäubung und es verbleibt halt eine kleine Narbe. In dem Fall verbleibt eine kleine Narbe hier unten, da wo es praktisch abgenommen wurde und dann in sich vernäht wurde, damit es frei hängt. Diese Narbe ist aber in der Regel ganz, ganz dünn, fein und weiß und sollte nicht stören. Ja, gut, das waren die 10 Fragen. Ich hoffe, es war interessant, unterhaltsam und ihr könnt aus diesen Fragen und Antworten was für euch mitnehmen. Wenn euch das Thema Ohrläppchenkorrektur weiter interessiert, bitte einfach auf unsere Webseite www.plastischechirurgie-münchenmoenchen.de gehen. Da haben wir eine eigene Seite Ohrkorrektur und da sozusagen kann man alle weiteren Fragen beantwortet wissen. Ihr könnt uns auch Fragen stellen, am liebsten hier bei YouTube, aber auch über Facebook und E-Mail oder ihr ruft einfach bei uns an.
Und ansonsten, wie ich schon eingangs sagte, freuen wir uns sehr über ein Abonnement. Wenn ihr das da lasst, dann macht es auch für mich immer mehr Spaß, wenn wir viele Abonnenten haben. Ich wünsche allen Zuschauern jetzt noch einen schönen Tag, bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald, euer Dr. Krämer.